Gut gelaunt, logisch. Thomas Tuchel hat seine Champions-League-Premiere mit Bravour gemeistert. Einer der Besten in Warschau, Mario Götze. Klar, dass sein Name auch vor dem Bundesliga-Wochenende wieder das Thema ist. Mario ist so weit, wie er ist. Und mit Sicherheit erst auf dem Weg zur Topform und auf dem Weg zur besten körperlichen Verfassung, in der wir ihn haben wollen. Aber er hat den Weg mit der nötigen Bescheidenheit, mit dem nötigen Fleiß begonnen. Und das freut uns sehr. Und das ist auch offensichtlich, dass die Fortschritte sind offensichtlich. Götze ist zurück, auf dem richtigen Weg. Was wurde in den letzten Wochen nicht alles über seine Person und seine Form diskutiert? 2 Spiele in Folge in der Startelf und schon wird die Kritik leiser. Den Trainer freut's. Er ist auf dem Weg und das wissen wir, das weiß auch Mario. Und deshalb hilft jede Trainingseinheit und es hilft jedes Spiel. Es gilt jetzt, dieses Tempo beizubehalten und Füße am Boden zu behalten und nicht verrückt zu spielen. Ein kleines Lachen kann er sich nicht verkneifen. Die Götze-Thematik und kein Ende. Dabei steht mit Darmstadt 98 schon die nächste Aufgabe an. Ist, glaube ich, nicht so, dass sich alles auch schon perfekt gefunden hat. Das ist aber ähnlich auch bei uns, dass wir auch da in dem gleichen Prozess stecken, auf einem hoffentlich auch etwas anderen Niveau. Auf André Schürrle muss der BVB wohl verzichten. Und auch sonst kündigt sich bei der engen Taktung der kommenden Aufgaben eine kleine Rotation an. Dennoch, ein Sieg gegen Darmstadt ist Pflicht. Das 2:2 aus der Vorsaison ist eine Warnung. Wir haben keine so guten Erinnerungen an das Hinspiel der vergangenen Saison und wollen das auf jeden Fall besser machen, sowohl spielerisch als auch dann mit dem Ergebnis. Aber was soll da schon schiefgehen? Tuchel hat mit dem BVB immerhin noch kein Bundesliga-Heimspiel verloren.